like a bird on a tree. I'm Willkommen zu einem etwas anderen Video auf meinem Kanal, denn ich habe gerade in meinen YouTube-Comments dem letzten Video einen Comment gelesen, und zwar von Wir fahren Scooter und BMX. Den kenne ich schon, der ist schon sehr, sehr lange bei meinen Daily Vlogs dabei gewesen, und der hat mir unter mein Video geschrieben, ich lese ihn euch einfach mal vor, dass er ein Video über mich gemacht hat. Ich kann den Kommentar auch nochmal besser vorlesen. Wo haben wir ihn denn? Ganz kurzer Moment. Also, er hat unter meinem Mini-Vlog von gestern, der nur 1 Minute 36 ging, der ist hier oben verlinkt, falls ihr den noch ansehen wollt, hat er geschrieben: Ich habe bis zum Ende geschaut, also erstmal Grüße gehen raus an dich und an Otto, ja lol, ey, an Wir fahren Scooter und BMX, also der Ridebiker hat es geschrieben, und Wir fahren Scooter und BMX hat geschrieben: Ich habe bis zum Ende geschaut und ich habe ein Video über dich hochgeladen. Das Video kommt gleich bei mir online. Und dann dachte ich so, das war von einem Tag, das müsste ja gleich online kommen. Und dann bin ich jetzt gerade auf seinen Kanal gegangen. Ich war nämlich dann auf seinem Kanal und habe geschaut. Und da war das neueste Video: Wir schreiben 5 YouTuber an. 3 Ausrufezeichen. Unangenehm. So, jetzt starte ich mal die Aufnahme. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alle. So, alles. Und ich habe da jetzt schon 1 Minute 30 angeschaut. Der Vlog war bisher, oder das Video war bisher, ein bisschen random. Er hat erzählt, ja, dass Feuerwehr bei ihm war vor der Haustür und das Öl ausgelaufen ist. Das könnt ihr auf jeden Fall auf seinem Kanal anschauen. Der Link zu seinem Kanal ist unten in der Videobeschreibung, falls ich es nicht vergesse. Und wir schauen da jetzt einfach mal weiter rein. Weil ich denke, jetzt muss ich bald kommen, weil jetzt fängt er an, den YouTuber anzuschreiben. It's Misabel. Oh mein Gott, ich hab's abgeschickt. Der nächste YouTuber ist... Also er hat an It's Misabel schon mal das abgeschickt mit dem... ob wir ein Video zusammen... Also er schreibt 5 YouTuber an und fragt, ob sie ein Video zusammen drehen wollen. Ein Matteo. Hab's auch gemacht. Das ist mir einfach so ein... Also ein Matteo hat er auch angeschrieben. Elias. Der Elias. Mann, Alter, das ist mir so unangenehm, Alter. Ihm ist es ziemlich unangenehm auf jeden Fall. Ich hab's auch abgeschickt hier. Ah, warte, da können wir kurz mal den Chat durchlesen von der Elias und ihm. Da hat er geschrieben: Hey, ganz am Anfang, am 24. Juni um 8.14 Uhr. Ich bin ein Abonnent von dir. Kann ich von dir der Cutter werden? Wann würdest du ein Fan-Treffen machen? Und er hatte das von diesem Video gemacht. Dann kurz Real-Life-Story an der Stelle. Der Wir fahren Scooter und BMX hat mich auch mal angeschrieben, ob er mein Cutter werden will. Oder mein Kameramann. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, wo er wohnt. Und er wohnt irgendwie 600 Kilometer von mir entfernt. Also, ja... Der nächste YouTuber ist. Der nächste YouTuber ist. Ich hab's abgeschickt. Ah, das bin ich. Felix-NBL, falls ihr mir auf Instagram folgen will, wollt, der Link ist in der Videobeschreibung. Hier hat er auch geschrieben. Hey Felix, hast du mal Bock, ein Video zusammen zu drehen? Weil er hat mich schon mal angeschrieben und schon mal gefragt, deswegen. Ja. Genau. Ist mir so unangenehm. Wir können gerne alle, die ich anschreibe, gerne zusammen aufnehmen, aber das ist mir so unangenehm. Die letzte YouTuberin ist Selina. Die letzte habe ich auch abgeschickt. Okay. Also jetzt lesen wir nochmal den Chat von ihm und Selina durch. Er schreibt am 23. April: Hey, dann wie geht's dir? Nee, hast du noch nicht gesagt. Und dann halt kommt die Nachricht. Also er hat bisher noch keine Antwort von Selina drauf bekommen. Wenn Leute Selina nicht kennen, die waren mal bei Herrn Moritz in Videos. Ja. Jetzt mache ich mein Handy aus. Jetzt müssen wir hoffen, dass keiner darauf antwortet. Das war mir so unangenehm, weil das wie fangeil ist. Fokus hier an der Stelle on point. Und ich bin eigentlich nicht... Fangeil. Also, der Fokus ist gar nicht auf ihm. Da war es mir auch so unangenehm. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut es auf jeden Fall jetzt, um kein Video mehr zu verpassen. Dann würde ich sagen, haut rein, bis dann und... Tschüss! Also, das war's mit dem Video von Wir fahren Scooter und BMX. Er hat auf jeden Fall ein paar Videos, die auf jeden Fall auch ziemlich cool sind. Auf ein Video von ihm muss ich auch noch reagieren, da hat er quasi... hat einen Daily Vlog von mir nachgemacht, das fand ich auch ziemlich lustig. Hat wirklich 1:1 meinen Daily Vlog genommen und den quasi wie kopiert, fand ich ziemlich lustig. Genau, schaut auf jeden Fall bei ihm auch vorbei.
Das Video war eigentlich ziemlich spontan jetzt von meiner Stelle aus. Fand ich aber cool, dass ihr es unter mein Video geschrieben habt. Falls ihr irgendwas habt von euch, wo ich drauf reagieren soll oder was ich anschauen soll von euch, wo ihr mich irgendwie erwähnt habt oder so, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Macht so wie wir, Fahrscooter und BMX. Der hat das geschrieben und jetzt grüße ich noch der Ridebiker, der hat auch in die Kommentare geschrieben. Ich habe bis zum Ende geschaut. Ein kleiner, aber ein chilliger Vlog. Bring mal Merch raus. Ich würde es sogar kaufen. Okay, also, ich weiß nicht, irgendwann werde ich vielleicht mal Merch rausbringen. Freut mich auf jeden Fall, wenn ich schon Leute habe, die das kaufen würden. Ja, ist auf jeden Fall cool. Danke dafür und ja, ich würde sagen, das war's an der Stelle mit diesem kurzen Reaktionsvideo in Anführungszeichen. Und schaut auf jeden Fall bei Wir fahren Scooter und BMX vorbei. Keine Ahnung. War eigentlich ganz lustig, fand ich jetzt das Video. Und alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Vlog. Und tschüss. From a distance you can tell.